Hallo, mein Name ist Stefan Seuss. Ich habe in Zusammenarbeit mit mehreren Bootsanglern ein spezielles Bootszelt entwickelt, welches sich auf alle gängigen Bootsmodelle und Bootsformen ganz schnell, ganz sicher und ganz haltbar aufbauen lässt. Ich möchte euch nun das Black Hat Bootszelt in seinen Details und Vorteilen genau vorstellen. Das Black Hat Bootszelt hat eine variable Länge von 3,30 Meter. Variabel bedeutet, durch einen herauszippbaren vorderen Bereich am Bug des Schiffes kann man das Zelt je nach Bootsform, nach Bootskörper verlängern oder noch etwas verkürzen, also genau drauf anpassen. Ich habe an meinem Bootskörper jetzt den herausziehbaren Teil entfernt und habe so eine schöne direkt zulaufende Form. Wenn eure Bootsspitze steiler zuläuft, spitzer zuläuft oder weiter nach außen auswuchert, könnt ihr, wenn ihr diesen Bereich hier einzippt, das Zelt direkt auf diese Form anpassen. Die Höhe des Black Hat Bootszeltes beträgt 1,50 Meter, aber auch dieses Maß ist wieder variabel eurem Bootskörper anpassbar. Im vorderen Bereich und im hinteren Bereich dieser Tragestangen haben wir nochmal einen Clip-Mechanismus eingebaut, der es ermöglicht, die Stangen je nach Bootsreling, die euer Boot besitzt, zu variieren. Also entweder das ganze Zelt noch etwas höher anzuheben oder etwas zu senken. Die komplette Zelthaut des Black Hat Bootszeltes besteht aus einem reißfesten, strapazierfähigen, schmutzabweisenden und komplett wasserdichtem Polyestergewebe, welches eine 10.000er Wassersäule besitzt. Alle Reißverschlüsse am Black Hat Bootszelt sind extrem grobzahnig und dadurch schmutzresistent. Wir haben nur Reißverschlüsse der Edelmarke SBS verbaut. Ein Riesenvorteil des Black Hat Bootszeltes im Vergleich zu anderen Herstellern ist, dass unsere Front bis auf den Bootsboden herunterreicht. Das bedeutet, ihr werdet niemals im Zeltinneren nass. Unsere Mitbewerber bieten Bootszelte an, bei denen der vordere Bereich, der Frontbereich des Zeltes, maximal bis auf die Höhe der Bootswand das Zelt vorne schließt. Also habt ihr einen relativ hohen Bereich, wo Spritzwasser reingehen kann, wo Wind, Regen reindrücken kann. Bei unserem Zelt ist es nicht der Fall. Komplett geschlossene vordere Front, die euch sehr viel Schutz und Sicherheit bietet. Der Frontbereich des Zeltes ist in der Mitte komplett teilbar. Das heißt, wir haben einen sehr großen Eingangsbereich. Der komplette Frontbereich kann, wenn ihr das möchtet, seitwärts hochgeklappt werden und dann sicher und haltbar fixiert werden. In jeweils beiden Türbereichen haben wir drei unterschiedliche Schutzsysteme eingebaut. Die erste Schutzwand ist komplett geschlossen. Diese könnt ihr öffnen und habt ein Glassichtfenster, welches euch vor Wind oder Nässe schützt und euch dennoch einen einwandfreien Blick auf den hinteren Bereich des Bootes bietet und auf eure ausgelegten Routen. Wenn ihr eine stabile Wetterlage habt, warme Temperaturen und aber dennoch vor Plagegeistern wie Moskitos, Mücken
und irgendwelchem Krabbelzeug geschützt werden wollt, habt ihr die Möglichkeit, den Klarsichtfensterbereich noch komplett herauszusippen und habt eine tolle, strapazierfähige und reißfeste Moskitofront. Die vorher schon angesprochene Zelthöhe von 1,50 Meter ermöglicht euch perfekten Sitzkomfort im Zelt drin bei schlechtem Wetter und ihr habt ein riesiges Platzangebot, um auch mehrere Regentage im Boot gut und trocken überstehen zu können. Jedes Boot ist natürlich anders aufgebaut, speziell nach den Bedürfnissen des Anglers. Ich habe mein Boot so aufgebaut, dass ich im vorderen Bereich eine große Liegefläche habe. Unter der Liegefläche sind überall Kisten, wo mein komplettes Material verstaut ist. Im vorderen Zeltbereich hat man so noch genügend Platz, um schön aufrecht zu sitzen, bei schlechtem Wetter im Zelt drin kochen zu können oder aber seine Montagen zu ordnen. Auch der Bugbereich ist durch zwei Schutzhäute ausgestattet. Einmal die komplett geschlossene Version und darunter das Moskitonetz. Die vordere Bugluke im Zelt ist ausreichend groß geschnitten, dass wir ohne Probleme von außen ins Bootsinnere einsteigen können und natürlich auch schnell unseren Anker setzen können oder das Boot an irgendwelchen Hindernissen wie Bäumen vertauen können. Reißverschlüsse sind meist der Bereich, wo Wasser ins Zeltinnere eindringen kann. Wir haben an allen Bereichen, wo Reißverschlüsse im Zelt vernäht worden sind, ein Polyestermaterial überlappen lassen und gewährleisten dadurch eine 100%ige Wasserdichtigkeit am Reißverschluss. Durch das eigens von uns entwickelte fünfeckige Dachsystem, welches durch drei Stangen gespannt wird, hat das Zelt eine enorme Widerstandskraft, selbst gegen Sturmböen. Hier bricht nichts, hier verzieht sich nichts, das Zelt behält perfekt seine Form und gewährleistet euch Sicherheit auf dem Wasser. Das Plakett-Bootszelt bietet euch unzählige Fixierungsmöglichkeiten, um das Zelt auf jedem beliebigen Bootstyp schnell, sicher und haltbar fixieren zu können. Ich möchte euch nun die Fixierungspunkte zeigen, die ich bei meinem Boot nutze, um das Zelt standfest am Boot aufzubauen. Erstens fixiere ich das Bootszelt
im vorderen Bugbereich mit der Bugöse. Diese Schnellspanner sind alle im Lieferumfang enthalten. Der zweite Fixierungspunkt liegt bei mir im Bootsinneren. Hier habe ich mir Haken maßgerecht an meiner Bootswand angebracht, um das Zelt sehr schnell und haltbar auf- und abbauen zu können. Diese Haken halten jetzt genau an den Druckpunkten der Außenstangen das Zelt durch die innen angebrachten Ösen an Ort und Stelle. Diese Öse hänge ich einfach in meinen Haken ein und habe so eine ganz tolle Haltbarkeit. Vier von diesen Haken habe ich insgesamt in meinem Boot verbaut. Zwei im vorderen Bootsbereich, jeweils links und rechts, welche den vorderen Bereich des Zeltes halten. Und zwei im hinteren, im Bugbereich, links und rechts, welche den hinteren Bereich des Zeltes sicher fixieren. Mein Bootszelt ist jetzt einmal in der Bootsspitze vorne fixiert, über den Spanngurt. Viermal im Bootsinneren, jeweils an den Haken, in den Bereichen, wo die Stangen auf die Bootswand auftreffen. Und zur endgültigen sicheren Fixierung haben wir unterhalb des Zeltes eine Lasche eingenäht, durch die ein starker Spanngummi läuft, komplett um das Zelt einmal außenrum, wobei an der linken und an der rechten Austrittsseite jeweils ein Haken angebracht ist. Mit diesem Gummi laufe ich jetzt komplett um mein Boot einmal außenrum bis hinter zum Motor. Spanne dadurch diesen Gummi unter der Bootswand entlang. Und hänge links und rechts hinten in die Öse das Spanngummi ein. Um einen optimalen Druck auf den Gummi zu bekommen, habt ihr die Möglichkeit, den Gummi durch den Haken durchzuziehen, perfekt der Länge eures Bootes anzupassen. Dann hier hinten im hinteren Bereich zu fixieren, indem ihr einfach den Gummi einmal überschlagt. Und jetzt habt ihr das Zelt ganz haltbar an eurem Bootskörper befestigt. Allein nur durch die drei vorgestellten Befestigungspunkte des Zeltkörpers auf meiner Bootswand erreiche ich eine ungeheure Stabilität. Ich trotze Wind und Wetter auf dem Wasser und kann mich trotzdem mit dem aufgebauten Zelt auf dem Bootskörper schnell fortbewegen, schnelle Platzwechsel vollziehen.